erstmal ein bisschen romantisch machen hier. Oh, hallo YouTube. Willkommen zu diesem Vlog. Ich wurde halt ja öfters jetzt schon gefragt, mit welchem Equipment ich denn jetzt aufnehme und wie ich das mit der Sprachaufnahme gelöst habe, dass das halt vernünftig klingt. Ja, und da habe ich gedacht, ich stelle euch einfach mal ein bisschen mein Equipment vor. Ja, was braucht ihr, um Moto-Vlog zu machen? Natürlich ein Gefährt, das ist schon mal klar. Denn braucht ihr irgendwas, wo ihr die Kamera dran festmacht? In diesem Fall ein Helm. Da klebt ihr an der Seite eine Halterung an. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist meine Halterung. Dann braucht ihr eine Kamera. In meinem Fall die Drift HD. Dazu habe ich eine Fernbedienung. Die schnalle ich mir ans Handgelenk beim Fahren. Dann habe ich hier zwei verschiedene Kappen. Einmal ein offenes, eine offene Abdeckung, wo ich das Mikro durchstecken kann. Und einmal eine geschlossene, die ist dann auch wasserdichter als die andere. Dann natürlich eine Micro-SD-Card, um zu speichern. Ja, dann habe ich hier noch das Adapterkabel. Die Drift HD hat nämlich eine 2,5 mm Buchse, deswegen braucht man einen Adapter von 2,5 mm auf 3,5 mm. Dann habe ich hier noch eine Verlängerung. Und mein Mikrofon. Das ist ein Hammer Voice-over-IP-Mikrofon für einen Laptop eigentlich. Aber funktioniert für meine Zwecke auch ganz gut. Das ist hier mit so einem Schwanenhals. Kann man da so hin und her biegen. Und vorne drauf ist mein Popschutz. Da habe ich aus dem Fell von der alten Jacke zusammengenäht. Boah, ist irgendwie, was weiß ich, Bauchfell einer trächtigen Bibermutter oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. So. Will ich euch mal versuchen zu zeigen, wie man das Ganze zusammenbastelt. Achso, ja. Kommt noch was dazu. Habe ich mir heute erst gekauft, quasi eben gerade. Jetzt ein Diktiergerät. Von Olympus. Aber wie gesagt, konnte ich noch nicht testen, muss ich erstmal schauen. Aber ja, werdet ihr wahrscheinlich in einem der nächsten Vlogs denn mal zu hören kriegen, wie das so ist. So, dann versuchen wir das mal zusammen zu basteln. Also, ich habe einen Klapphelm. Das macht sich ganz praktisch. So. Kommt das Mikrofon hier einfach so in das Polster, so dass das vorne rausguckt. Macht man das Polster, wenn es denn geht, wieder zu. So eine Druckknöpfe. Zack. So, dann hängt das quasi hier vorne im Helm vor meinem Mundwinkel. So, das ist eigentlich auch schon alles. Das ist die Mikrofonposition, die ich nutze. Und ja, funktioniert wie gesagt ganz gut. So, dann ist das halt jetzt da so unten drin. Schwer zu zeigen, diese Kameraposition hier. So, und dann klebt das direkt vor meinem Mund.
So. Da dran kommt dann der Adapter. So, dann muss ich nur noch. Da bin ich jetzt die SD-Karte. Nein! Ah, die ist nach da hinten abgehauen. Ah, da müsst ihr gut drauf aufpassen. Ein kleines Ding verschwindet schnell. So, die kommt hinten in die Kamera rein. So, dann schraube ich das Ding hinten drauf. Ja, falls ihr euch wundert, was das hier für weiße Teile sind, die habe ich gebraucht gekauft und ja, von dem ich das gekauft habe, hat wahrscheinlich die Halterung nie aus der anderen Halterung rausgenommen und dadurch sind die Dinger ein bisschen ausgeleiert gewesen und haben nicht mehr richtig gehalten. Und deswegen habe ich da einfach mal ein bisschen was reingeschoben, um die wieder auseinander zu drücken. Und funktioniert super. So, dann kommt das Ding in die Halterung rein. Schön darauf achten, dass es auch einrastet. Und dann braucht ihr bloß noch hinten den Klinkenstecker reinschieben. Wenn man den das Loch findet. Ah, das ist der Profi-Effekt. Zack. So. Das ist eigentlich auch schon alles. Braucht man das Ding noch einschalten und dann legt man los. Das Kabel verstaue ich meistens hier noch ein bisschen anders. Hier so rum, damit das nicht rumflattert. So, und so fahre ich dann durch die Gegend. Ja, wenn ihr denn noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann knallt das in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt eigentlich. Jo. Wisst ja, ne? So Daumen hoch und sowas, ne? Das kennt ihr ja. Muss ich eigentlich gar nichts zu sagen. Abonniert mich. Joa. Haut rein, ne? Und grüßt die Enten. Tschüss.